and welcome to the fourth episode of Inside AMG. We're back in a Falterbach right now. First order of the day is going to be to pick up the car for today's shoot. So right now we're in the workshop where the cars get prepared for our customers to be picked up. So today, obviously, it's going to be a GLC 63, a nice GTR over here. But our car for today is going to be this, the C63 S Coupe. Fourth episode, fourth letter of the alphabet, the letter D. Now, what could we do with the letter D? Today's gonna be the big one. Today, we're gonna try and combine everything we've learned so far about driving dynamics. It's gonna be D as in drift. So I'd say we head on over to Immendingen, to the test track, and try to bring this drifting topic to life. Rear-wheel drive, high-performance car, perfect tool for today's video. We're gonna drift through Immendingen all day long. And as usual, I'm not gonna be alone on this one. There's another engineering expert from a Falterbach with me there who's gonna teach me all about drifting. And at the end of the day, we're gonna see what he's taught me and who can perform the better, the longer, the more beautiful drift. You guys are gonna be the judges, so you can decide in the comment section below who you thought performed the better drift. It's a beautiful and sunny day outside. Conditions are nearly perfect. The only thing missing right now is my partner for today's video. Hallo Felix. Ich grüße dich. Grüß dich. Kerl, ey. Du kommst hier standesgemäß an. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja. Du hast mir jetzt ja hier einen Allradler mitgebracht. Korrekt. Und der ist fürs Driften geeignet? Ich möchte auch die Prognose setzen, dass du heute mit dem hier mehr Spaß haben wirst als mit dem. Tatsächlich? Mhm. Okay. Erzähl mir erstmal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du bei AMG? Also ich bin Demian und ich bin verantwortlich bei AMG für die Fahrdynamik für dieses Auto jetzt im Speziellen. Wir haben einzelne Experten für die verschiedenen Systeme wie ESP, Allrad, Lenkung, Sperrdifferential. Aber am Ende muss das alles zusammenspielen zu einem großen ganzen Kunstwerk, sagen wir immer, fahrdynamischen Kunstwerk. Und das ist unsere Aufgabe ein Stück weit und auch das Privileg, das alles nachher fein zu schleifen und fein zu abzustimmen. Ich sag mal, so ein bisschen wie ein Dirigent in einem Orchester, der entsprechend die ganzen Instrumente zusammen zu einem schönen, wohlklingenden Kunstwerk harmonisieren darf. Also wenn man mich als kleines Kind gefragt hätte, was ist mein absoluter Traumjob, dann hätte ich wahrscheinlich was gesagt, was genau in die Richtung geht. Was ist dein Background? Wie kriegt man so einen Job als Fahrdynamikintegrator? Ich hatte das Privileg, in meiner Kindheit und Jugendzeit ein bisschen Motorsport machen zu können. Von Formelsport zu Tourenwagensport. Nordschleife bin ich viel gefahren. 24-Stunden-Rennen habe ich auch schon bestritten. Konnte auch einmal einen Klassensieg einfahren. Aber ich habe parallel mein Studium weiter vorangetrieben, dass ich natürlich beide Seiten unter einen Hut bringen kann. Einmal die motorsportliche Komponente, das Fahrdynamische, aber eben auch das Ingenieurstechnische. Und am Ende ist jetzt im Prinzip der Job da rausgekommen und für mich ist es mein Traumjob. Das glaube ich dir aufs Wort. Zurück zum Thema Driften. Als Rennfahrer bist du ja wahrscheinlich eher nicht so interessiert dran zu driften. Bist ja eher Driftverhinderer, ne? Weil Driften kostet Zeit. Aber du sagst, du kannst mir trotzdem hier ein bisschen die Tricks und Kniffe beibringen, wie man ein Auto gut quertreibt. Ja, ein Drift ist natürlich immer das, was man eigentlich verhindert, wenn man entsprechend eine schnelle Rundenzeit fahren möchte. Und von daher musst du ein bisschen die Systeme überlisten. Unser Allrad, unser Firmatic Plus, ist ja ein variabler Allrad. Das heißt, im Normalmodus, wenn du mit dem Normal fährst, hast du immer eigentlich die optimale Traktion. Mhm. Wenn wir merken, dass die Hinterachse ein bisschen wegrutscht, dann schieben wir den Allrad nach vorne und geben dem Auto wieder Stabilität. Du kannst aber auch durch einen beherzten Gastritt das Auto einfach zum Übersteuern bringen, Power-Oversteer, und kannst wunderbar mit dem Formatic Plus driften. Fängt mich da das ESP irgendwann wieder ein? Muss ich da irgendwas einstellen im Auto? Du musst auf jeden Fall im ESP-Off unterwegs sein, okay. Weil sonst wird es direkt unterbunden.
Aber das Schöne ist eben, wenn du da mal ein bisschen zu viel Driftwinkel hast, kannst du einfach durch massives Gas geben, das Auto wieder gerade ziehen, weil der Allrad es eben merkt und nach vorne schiebt. Und dann wieder durchs Vormgas gehen, kriegst du ihn wieder zurück und kannst wunderbar mit dem Gas den Driftwinkel einstellen. Jetzt verstehe ich auch, was du meinst, weil mit dem reinen Hecktriebler, wenn ich es da übertreibe, dann drehe ich mich halt ganz einfach. Ich habe natürlich keinerlei Fangnetz sozusagen mit Antriebskraft, die auf die Vorderräder übertragen werden kann, um mich da wieder aus der Bredouille rauszumanövrieren. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht so wahnsinnig viel Erfahrung auf dem Gebiet. Ein bisschen kann ich es natürlich schon, habe es schon das eine oder andere Mal ausprobiert. Aber ich bin trotzdem also sehr gespannt, was ich heute noch dazulernen kann. Meine Challenge des Tages ist ja, dass ich einen möglichst schönen Drift hier auf den wunderbaren, tollen Asphalt hier in Immendingen brenne. Nach Möglichkeit vielleicht sogar einen, der noch schöner ist als der von dir. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug drüber geredet. Jetzt springen wir erstmal ins Auto und dann lasse ich mir noch ein paar Sachen zeigen von dir. Alles klar. Let's go. Okay. Ich fühle mich sehr sicher bei dir. Ich weiß, du kennst das Auto in- und auswendig. Du bist, hast ja schon gesagt, für die Fahrdynamik-Integration von dem Auto verantwortlich. Und du bist auch derjenige, der die Rekordrunde auf der Nordschleife gefahren ist. Das ist richtig, ja. In diesem Fahrzeug. 7:25:41 war es, ne? Korrekt. Also wirklich beeindruckend. Mindestens so beeindruckend wie das hier. Das war jetzt übrigens alles hier Allraddrift. Wir sind noch nicht im Driftmodus. Wahnsinn. Also man spürt, wie, liegt wahrscheinlich auch an deinem gefühlvollen Gasfuß, wie graduell das Auto jetzt ausbricht. Also wir haben wirklich hier, mir zieht es fast das Gesicht vom Kopf, wir haben hier Grip ohne Ende und irgendwann kommt er dann ganz langsam. Genau. Also wir haben ja keinen speziellen Allrad-Drift-Modus, sondern wir haben das Allrad so abgestimmt, dass du einfach ideal aus Kurven raus beschleunigen kannst, leicht heckbasierte Allrad, dass du schön aus den Kurven raus beschleunigen kannst, entsprechend der Heck, das Heck schon ein bisschen in die Richtung drückt, wo du auch hin willst und dann entsprechend viel Schwung mit auf die Geraden nehmen kannst. Du kannst aber natürlich mit dem Auto auch schön driften, indem du einfach mal einen abrupten Gasstoß gibst und entsprechend einfach durch, wenn er quer kommt, Gasstoß, kannst du ihn wieder gerade ziehen. Also ich sehe, du machst, ich sehe ein bisschen auf deinem Knie, du modulierst immer so ganz leicht das Gaspedal und ziehst dann schön den Drift hier richtig graduell durch. Wahnsinn, Wahnsinn. Also sehr eindrucksvoll. Schauen wir uns mal den Drift-Modus an. Genau, also wir haben jetzt im Prinzip schon das ganze Auto entsprechend richtig eingestellt. Wir sind hier auf Race, Getriebe ist manuell, ESP ist off. Und jetzt kann ich durch Betätigen beider Pedals und Bestätigen Pedal Up Driftmode aktiv. Eigentlich kinderleicht. Eigentlich kinderleicht, genau. Aber das, was danach kommt, ist wahrscheinlich nicht mehr so richtig kinderleicht. Und jetzt haben wir halt 100% des Antriebsmoments auf der Hinterachse. Krass, ey. Also auch hier auf dem Beifahrersitz, es fühlt sich sofort ganz anders an. Ja. Aber kommt schon viel schneller rum. Genau das, was jetzt gerade passiert ist, passiert eben im reinen Hecktriebmodus. Wir haben in dem Fall auch noch das elektronische Sperrdifferential übersperrt, die Haftreibung an der Hinterachse überlisten, indem wir... Was ist das denn? Okay. Den kenne ich doch. Komm, zu dem gehen wir mal raus. Auf jeden Fall. Grüß dich! Na?
Hi. Alles gut bei dir? Auf jeden Fall. Ich habe gehört, ihr dreht hier Videos über Drifts. Ja, ja. Und was hast du uns hier unser neuestes Schmuckstück ist nicht eingeladen. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus dem Weihnachtsvideo von AMG. Jetzt haben wir hier nochmal was ganz Besonderes, was das Thema Driftboard angeht, richtig? Definitiv, ja. Sagen wir mal, die Zukunft von fahrdynamischer Agilisierung haben wir jetzt hier dabei. Also nochmal was ganz Neues. Hier haben wir ja auch einen Allrad, aber einen anderen Allrad. Definitiv, ja. Diesmal sind wir hier komplett anders unterwegs als in den Fahrzeugen, die ihr gerade dabei habt. Also wir haben hier einen Frontmotor quer verbaut, leiten mit unserer Kardanwelle die Energie weiter an die Hinterachse und haben da ein völlig neu entwickeltes Hinterachsgetriebe drin, mit dem wir halt dann solche Späße machen können, wie das, was wir hier gerade gezeigt haben. Also das ist, muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Definitiv, wir kommen ja ursprünglich vom Frontantrieb. Und genau, kriegen es aber trotzdem hin, dass das Auto so quer geht, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Ja. Unfassbar. AMG-typisch halt. Unfassbar. Okay, wir haben jetzt wirklich alle Antriebskonzepte da, die man sich vorstellen kann. Reiner Heckantrieb, 4MATIC mit Driftmode auf der Hinterachse komplett und ein Hang-On-Allrad 4MATIC Plus. Genau. Wir haben hier eine riesengroße Asphaltfläche. Also feuerfrei. Geil. I'm back in my zone now. Back in my zone now. Ballin' can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Das ist absolut irre, was hier gerade passiert. Ich sage nochmal vielen herzlichen Dank. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig geplättet. Sehr gerne. Dass ich dich jetzt heute hier sehe. Ich würde dir aber auch ganz gerne mal die Chance geben, dass du ein bisschen was zu dir sagst, was du genau machst. Ich habe quasi die gleichen Aufgaben, die der Demian im X92 hat, habe ich in der MFA2-Plattform, also alles, was A-Klasse-Derivate betrifft. Das ist mein Verantwortungsbereich. Ja. Der Demian hat schon ein bisschen was erzählt zu eurem Aufgabengebiet, auch zur Aufgabenverteilung, wie das Ganze aussieht. Was ist denn jetzt hier so die Besonderheit? Also wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Bei dem Fahrzeug jetzt hier eine Besonderheit. Wir müssen hier keine Bremseingriffe auf die Räder hinzufügen, um das Auto zu agilisieren, sondern wir können wirklich dahin das Antriebsmoment leiten, wo wir es brauchen. Mhm. Okay. Das heißt also, damit können wir eine super Spreizung darstellen, die zum einen unglaublich stabile Fahrzeuge darstellt, bis hin zu dem, was man jetzt hier gerade wunderbar gesehen hat. Wir haben uns überlegt, wir machen hier heute noch so eine kleine Challenge und schauen, wer den schönsten Drift hinkriegt. Ich fühle mich hier jetzt gerade ziemlich eingeschüchtert, muss ich sagen, ob dem, was ich sehen durfte. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Übung. Aber dann würde es mich freuen, wenn du da einfach gleich mitmachst nachher. Aber klar, cool. Selbstverständlich. Sehr cool. Dann sehen wir uns später nochmal. Dann bis nachher. And while I try and get a little more practice in the GT, you guys can enjoy some beauty shots of these two hotties. Top, I say, I just started last May. Now I'm out getting paid. Tell them I need a raise. Get chips, no lays. All the God be the praise. Now they out throwing shade. What you say, what you say? Yeah, now I'm out of my way. Get them out of my way. Yeah, send them all to the grave. Got 100,000 plays. Yeah, say I'm good for my age. Put respect in my name. Yeah, say it out of my face. Don't got time to just waste. Ich würde sagen, jetzt ist es Challenge-Time. Okay. MIMC 63S. Demian, nachdem du ja so gut vorgelegt hast und mir jetzt auch ein bisschen gezeigt hast, wie es geht, würde ich sagen, mach du doch gleich mal einen Anfang. Seid euch da sicher? Auf jeden Fall fängst du jetzt mal an, ja. Dann schaue ich mal. Aber jetzt noch eine Zwischenfrage. Wie lange müssen wir denn driften? Also jeder kriegt jetzt mal, ich würde sagen, einfach ein Versuch, hier einen schönen Kreis hinzulegen. Okay. Einen schönen also Kreis eine Runde sauber gedriftet. Genau, möglichst eine komplette Runde. Okay, ja. Dann? Ab dafür. Let's go. Let's go. Benja. René. Ja.
dann schauen wir mal, wie dein Coaching gelaufen ist. Ich bin sehr gespannt. Nicht ganz der Kreis, aber... Kann man als halben Kreis durchgehen lassen. Okay, komm. Sind wir mal nicht so. Ich würde mal sagen, das war jetzt mit viel Goodwill vielleicht nur ein Viertelkreis. Wir haben den halben Kreis. Halber Kreis? Okay. Wir waren bei einem halben. Dankeschön. Ich will gar nicht weiter verhandeln. Ich nehme mir dieses Angebot sehr, sehr dankend an. Super, und würde sagen, René, du bist der Nächste, der an der Reihe ist. Ich würde jetzt dann andersrum driften. Alleine schon wegen den Vorderreifen und der Hinterreifen zuliebe. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich würde sagen, links hinten sind wir annähernd auf Slick-Niveau. Ja, okay. Also. Ab dafür. Viel Spaß. Perfekt. Da hat es mich etwas verspult im Ansatz. Schön, dass du auch sagst. Ich hoffe, ich habe es hinten raus wieder gut gemacht. Entschuldigt. Aber ich würde sagen, das wird eine richtig knappe Kiste. Also zwischen euch beiden wird es eine knappe Kiste. Ich würde mich da jetzt mal bewusst ausnehmen. So there you have it, folks. There's a lot more to it than you think at first. Drifting isn't just always drifting. It also depends on your mode of propulsion. Is it 4MATIC? Is it rear-wheel drive? Also, 4MATIC isn't just always 4MATIC. There's different kinds of 4MATIC. You can have one that is more about the rear axle. You can have a 4MATIC that is actually coming from the front axle. All that affects drifting. And what we've also learned, one afternoon certainly isn't enough to know how to really drift. But now it's up to you. You can decide which drift you like best. Comment below. Also, if you haven't already, subscribe. Click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified whenever we upload a new video. And of course, as always, comment your wishes below. Say what you would like us to shoot next. Until the next one, bye.